denn, Waldo? Einen schlimmen Finger. Warum lässt du ihn dir nicht verarzten? Ich bin sehr froh, er lenkt mich von der Show ab. Ja. Ja, Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Der NRW über 18 hier. Ich begrüße euch zum nächsten Let's Info. Und ja, ich habe mir mal überlegt, das Ganze ein wenig aufzuziehen. Die Idee dazu gab mir der Rasil 0601. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Du bist echt einsame Spitze. Und ja, ich versuche euch immer wieder etwas Neues zu geben und immer wieder etwas Neues zu bieten. Und ja, ich denke mal, es ist eine schöne neue Idee. Ja, wir sind beim nächsten Let's Info angekommen und was gibt es Neues zu berichten? Ich finde relativ viel. Na gut, nun so viel auch wieder nicht. Ich habe vor kurzem mein Let's Spezial 1000 Video oder mein 1000stes Video hochgeladen. Ich habe mittlerweile 1028 Videos, Tendenz nach oben. Ja, und ja, ich denke mal, es geht gut voran. Mit Floyd bin ich gerade dran, wieder Teile am Hochladen. Monkey Island 4 bin ich auch gut dabei. Und ja, ich war jetzt die vergangenen Tage in der Nachtschicht aktiv und ja, dementsprechend konnte ich nicht so viel hochladen, wie ich wollte, weil ich bin irgendwie einfach nur platt gewesen, aufgrund auch der Tag, beziehungsweise der Winterzeit, die ja dann auch letztes Wochenende eingeläutet wurde, irgendwie, ja, war ich total platt. Aber die Zeit ist jetzt vorbei, ich habe jetzt heute frei gehabt, morgen habe ich frei. Und ja, ich denke mal, in der Zeit werde ich einiges reißen können. Vielleicht werde ich auch ein Spiel zu Ende bringen. Ich weiß noch nicht welches, aber naja, mal sehen. Ja, scrollen wir hier runter. 330 Abonnenten, Freunde, ihr werdet immer mehr. Und vielen lieben Dank erstmal dafür. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe erst vor kurzem mein 300er Spezial gemacht und jetzt bin ich schon wieder fast Halbzeit auf dem Weg zum 400er Spezial. Ja, also wenn das so weitergeht, habe ich nächstes Jahr um die Zeit schon längst mein 1000er. Das möchte ich natürlich auch hoffen, weil ich habe es schon des Öfteren gesagt, ihr seid die Seele meiner Let's Plays, ihr belebt diese Let's Plays Teile, wie ich finde, weil ohne eure Kommentare, euren Spaß, ich weiß es nicht, ist es nicht dasselbe. Ja, deswegen danke für eure Abos. Schaut auch, kann ich euch auch immer wieder sagen, in meine Fangruppe rein. Da sind es mittlerweile schon 51 Abonnenten oder Mitglieder für mehr. 13 Videos, 9 Themen, also da könnt ihr euch richtig austoben. Hier unten, das habe ich auch schon beim letzten Info, glaube ich, gezeigt, die Homepage von meinem Fanclub ins Leben gerufen von der Nuffelschei. Ja, danke an dich. Werbung muss nicht unbedingt sein. Nein, auch da nicht. Ja, wie gesagt, hier könnt ihr alles über mich sehen, könnt ihr alle Videos, die ich hier nicht mehr aufführen konnte, aufgrund, weil, ja, die Anzahl der Buchstaben zu groß ist, kann ich halt hier nichts mehr einfügen. Die gute Nuffelschei hat das hier auf dieser Homepage relativ geil gelöst, muss ich sagen. Ihr habt ja Let's Infos, abgeschlossene Let's Play, laufende Projekte, geplante Projekte, Let's Shows, Spezials, andere Videos, Fanclubs, ein YouTube-Account, Anmeldung für die Anmeldung hier auf die Mitglieder. Ja, und ja, es sind 8 Mitglieder. Immerhin. Ja, wie gesagt, ich werde mich hier nicht anmelden, weil ich bin nicht in mich selber verliebt oder so, also in seinem eigenen Fanclub sich anmelden. Naja, ich weiß nicht. Aber ich freue mich, wenn ihr hier mal vorbeischaut, hier vielleicht auch mal ins Gästebuch reinschreibt oder euch auch hier anmeldet im Mitgliederbereich. Und ja, ich denke mal, ja, das MK. Du bist auch einer meiner Liebsten. Andy Satorama, du auch. Ach, ihr seid einfach die Besten. Ja, schaut einfach mal rein. Hier könnt ihr euch auslassen, eure Infos schreiben, eure Anregungen. Immer wieder gern gesehen. Ich für meinen Teil werde hier auf meinem Kanal die Seite über mich, glaube ich mal, auch überarbeiten. Ich bin mir noch nicht sicher, aber das ist eine Möglichkeit, diese ganzen Verlinkungen zu den Playlists rausnehmen, weil das frisst immens an Ziffern und dann werde ich hier auch wieder etwas mehr schreiben können und ja, es sind ein paar mehr Let's Plays geworden, aber naja. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das mache.
und lasst euch einfach mal überraschen, schaut hier rein. Wenn ich mich dann dazu entschließe, werde ich es auch groß verlinken, dass ihr über die Fan-Homepage diese ganzen Links natürlich weiterhin haben könnt. Na, müsst ihr dann halt einfach da draufklicken und dann kommt er wieder nach YouTube zurück. Oder ihr geht hier oben einfach auf Playlists, dann habt ihr hier auch sämtliche Playlists von meinen ganzen Let's Plays. Schaut einfach dann, obla, das war zu schnell. Schaut einfach mal rein und ja, dann denke ich mal, werdet ihr immer auf dem neuesten Stand sein. Man lernt doch nebenbei eine Menge, wenn man sich eine Show ansieht. Sehen wir uns dieselbe Show an? So, was ich auch noch sagen möchte, der gute Agreement, AOS, ja, ich weiß nicht, was der Schlingel gemacht hat, aber irgendwas hat er gemacht, denn er hat innerhalb von wenigen Tagen sehr viele Abonnenten bekommen und sehr viele Kanalaufrufe. Ich weiß nicht, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Ich habe mal eine Privatdetektei beauftragt, ihn zu bespitzeln und bin gespannt, was da rauskommt. Ja, der Agreement, ein Held meiner ersten Stunden hier bei YouTube. Liebe Grüße nochmal an dich. Und ja, ich werde schon herausfinden, wie du das geschafft hast. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Hier unten in meinen Kanalkommentaren möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Leute, die es hier etwas verfolgen, wissen, was ich meine, was hier so in den letzten paar Tagen, na Wochen kann man nicht sagen, aber so in der letzten Woche hier abgegangen ist. Jemand hatte sich meinen müssen, negative zu äußern. Ich habe dann mal einen Satz dazu geschrieben und dann meinte ein ganz anderer User, der damit überhaupt nichts zu tun hat, ja, mich zu beleidigen und irgendwie ausfallen zu werden. Und ja, aufgrund dieser Tatsache hat sich dann halt auch unsere unser Verhältnis hier auf YouTube dann auch erledigt. Und solche Leute, danke, kann ich drauf verzichten. So viel zu dem Thema. Ja, Freunde, was gibt es sonst noch zu sagen? Kommende Let's Plays, es wird geben, ihr könnt es hier links schon lesen, Ankh 3, Sam & Max, Star Trek Generations, ja, ein großes Sorgenkind von mir, denn es will einfach nie funktionieren auf Vista, aber ich krieg's schon zum Laufen, das sei versprochen. Baphomets Fluch 4 habe ich mir gerade eben bestellt, also das nächste Let's Play, was kommen wird, wird entweder Baphomets Fluch 4 sein, Sam & Max Season 1 oder Runaway 1. Ich tendiere im Moment auf Runaway 1, weil das ist ein Let's Play, was ich mir schon sehr, sehr lange vorgenommen habe. Man muss auch dazu sagen, Runaway gehört mit eines zu den längsten Adventures, wie ich finde. Also, wo ich das Runaway 2, Dream of a Turtle, das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, das Spiel will nie enden.